Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a, liebe Eltern. Nun ist eine erste Hürde in der schulischen Laufbahn geschafft. Der Weg war teilweise steinig und beschwerlich. Schon bald werden andere Lehrer und Lehrerinnen oder Ausbilder, Ausbilderinnen eure Wegbegleiter sein. Einige von euch steigen in Form einer Ausbildung in das aktive Berufsleben ein. Hier stehen die praktischen Anteile im Vordergrund und die theoretischen bzw. schulischen Inhalte rücken dann aus dem Zentrum heraus. Die große Mehrheit von euch möchte weiterhin zur Schule gehen und höhere Schulabschlüsse erreichen. Diese aktive Entscheidung für den weiteren Schulbesuch setzt jedoch auch eine Bereitschaft zur weiteren theoretischen Bildung und geistigen Arbeit voraus. Tugenden wie Zuverlässigkeit, Fleiß, Pünktlichkeit und Leistungsbereitschaft sind nur einige Beispiele, die von euch allen erwartet werden, unabhängig davon, für welchen Weg ihr euch entschieden habt. Frau Veit und ich und natürlich auch alle Kolleginnen und Kollegen und auch die Schulleitung wünschen euch für eure Zukunft alles Gute, Kraft, Ausdauer und Zuversicht. Wir gehen jetzt in nicht alphabetischer Reihenfolge vor und haben als erstes den Harun Al-Dirmas. Thank you.
Zeynep Sena. Chantastemir. Das Jesenjord. Emirhan Yilmaz. Und Emina Sabo. Ja, das ist ein bisschen.